Hallöchen, nochmal C128. Und zwar, ich habe mir eine Platine gebastelt. Man sieht schon, wahrscheinlich wird man vielleicht was erahnen können, was das ist. Ich zeige euch das einfach mal, weil so ein bisschen raten lassen will ich euch nicht. Also einmal ein Skatstecker oder Buchse und eine neunpolige Sub-D-Buchse. Das heißt, ich mache mal einen Videoadapter. Und zwar hinten von dem RGBI, was CGA ist, auf Skat. Ich hatte nämlich überlegt, erst wollte ich das Skatkabel kaputt schneiden und habe dann gedacht, nee, nachher habe ich keine Skatkabel mehr. Buchse habe ich, ich kann mit Platinen machen, dann macht ihr das gleich mit Buchse und ja, Stecker hätte ich ja eh gebraucht. Dann macht ihr gleich eine Platine, da kommen 7 Widerstände drauf und 3 Dioden. Bei den Widerständen, ich denke mal, man kann es schon erkennen, ich musste mit den Leitungen unter den Widerständen durch, sonst hätte ich zweiseitig machen müssen und zweiseitig wollte ich einfach nicht. Und das Problem ist aber, ich versuche das jetzt mal mit dem Mikroskop. So, und zwar, ihr seht schon da, das war nicht ganz sauber rausgeätzt. Es ist auch nicht perfekt von der Oberfläche her. Da ist ein bisschen was weggefressen. Das geht. Da geht auch. Allerdings, wenn ich das jetzt löten will, kriege ich da auf alle Fälle Kurzschlüsse. Darum werde ich da jetzt versuchen aber nur bei den Stellen. Mit dieser UV-Solder-Mask die Stellen abzudecken. Ich hoffe, das kriege ich hin, dass ich die ein bisschen abgedeckt kriege. Jetzt muss ich bloß mal gucken, wie ich mir das hier mache, dass ich das sehen kann. Ja, jetzt werdet ihr da draußen wieder laut. Ist klar. So, jetzt muss die Lampe. Wo ist die jetzt? Einmal UV-Licht. Ich nehme euch das mal kurz beiseite, weil ich das da drauf stellen muss. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. So. Lassen wir jetzt noch mal ein bisschen einwirken. Das beschleunige ich natürlich wieder. So, das sollte jetzt gut sein. Mal gucken. Ja, es ist hart. Einmal hier auf dem Pad ein bisschen. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. So, das sollte passen. Und dann habe ich ja noch
noch zwei Stellen, und zwar einmal die Stelle. Es muss nicht schön werden, das muss bloß funktionieren. So, zum Beispiel da noch. Muss ich dann nur nachher nochmal alles. Sollte so passen. Ah, ich sehe gerade, ich habe eine Sache vergessen. Da oben, da ich das hier gerade noch habe. So, das sollte passen. So, bin jetzt wieder da. Ich habe auch schon mal den Lötkolben, die Spitze gewechselt, weil ich jetzt einmal eine kleinere, dünnere brauche. Jetzt muss ich erstmal überlegen, wo habe ich jetzt wieder meinen Lötzinn gelassen? Da. Ich weiß nicht, wollen wir das mit Mikroskop zusammen? Bestimmt, ne? Ich mache das mal ein kleines bisschen größer, dann könnt ihr das ein bisschen mitverfolgen. Vielleicht kriegen wir das auch noch so ein bisschen hin, dass ihr dann auch seht, wo ich ungefähr bin. So. Jetzt habe ich hier irgendwie schon wieder fünfmal verdrehte Kabel. So. Also Mikroskop selber brauche ich jetzt eigentlich nicht. Aber man sieht schon, es ist dann schon ein Vorteil, wenn
Dings da drauf ist, muss jetzt die Pinzette hin. Da. Widerstände habe ich mir schon geerntet. Drehe ich mal um. Normalerweise sind das 330. Die habe ich aber nicht. Ich nehme jetzt die 470. Das sollte eigentlich hinhauen. Ohm, das sollte eigentlich auch gehen, dann ist das nur ein bisschen mehr. Guck mal hier. So, dann könnt ihr das auch sehen. Oh, war ich mit 08, 05 noch gar nicht mal so weit weg. Ne, die habe ich ja hier noch. Die kleben zusammen. So, könnt ihr das auch sehen. Lass doch mal los. So. So. Dann drehen wir das mal um. Da oben habe ich ja noch die eine Stelle. Einmal. Dafür ist 08er Lötzinn einfach zu dick. Ich will jetzt aber keinen. Bleifreies nehmen, was ich in 03 da habe. Es macht aber nichts. Mein Gott. Ja, ich habe Tatterich ohne Ende. Es kommt aber von der Schilddrüse. Das ist aber nicht so schlimm. So, kommt her. Kommt, kommt. So. Die Leute wollen was sehen können. Und da oben ist noch eine. So. Das ist, um es genau zu sagen, hatte ich das, ich meine, ich hatte es gesagt, für den LGBI-Ausgang. Ich habe mal geguckt, CGA, also RGBI, sag schnell, da so ein Adapter auf HDMI, wäre VGA, sämtliches RGB auf HDMI, kostet um die 50 Euro, das ist so eine Platine,
Da könnte ich auch den Amiga mit dran anklemmen. Schön ist was anderes, aber naja. Ist ja nur für mich, habe ich ja schon mal gesagt. Wenn ich für mich mache, dann ist das nicht so. Ausschlaggebend, dass das aussieht wie geleckt. Das mache ich nur, wenn ich für andere Leute, da versuche ich da auf die bessere Geschichte zu kommen. So, mit den Dioden, glaube ich, muss ich noch mal eine rausernten. Eine ist mir weggekommen. So. Ich hätte sie auch noch mal in komplett neu da, aber warum? Muss ich ja nicht. Wenn ich das schon da habe. Ein N48, nee, ein N47. Wie war das? Guck mal her. Wie hießen die? Ein N48. 48, also was ja. So. Die haben wir. Könnt ihr das noch sehen? Ich weiß das gar nicht. Ja, könnt ihr. Ich gehe mal hier hin. Dann könnt ihr das, glaube ich, ein bisschen besser sehen. Nochmal die. Bisschen gerade. So, dann kommen die da so rein. Aber jetzt habe ich die Kathode, Anode. Wo ist jetzt die Kathode, Anode? Dann ist die Kathode da. Sollte die Kathode da stecken. So, ne? Kathode nach da. Jo. Passt. Ihr könnt das ja so auch sehen. Brauche ich ja kein Mikroskop für. Ja, ist okay. So, die. Dahin. Ja, ihr seht das ja. Dritte, das ist die. Kommt dahin, genau.
den Knipser. So, die stecken drinne. So, dann der da. Der. Kommt da rein. So, und ich hoffe, das klappt jetzt so ohne hier große Unfälle. Sind doch ein bisschen. Ich gucke noch mal unter Mikroskop. Ein bisschen klein geraten die Pads, aber das konnte ich vorher nicht sehen. Ja, es passt aber. Also ist okay, passt, ist drauf. Jetzt nur noch ja die großen hier. Mache ich die jetzt am blödesten? Eigentlich brauche ich da die andere Spitze, mache ich dann nachher. So, und jetzt einmal den da drauf. Das muss ich jetzt aber einmal ohne Kamera machen. So, da seht ihr das. Die sind da recht lose von da drinne zum Beispiel. Die kriege ich dann da nicht so ausgerichtet da rein. Kurzschluss. Weil die irgendwie zu schräge stehen. Haben sie nicht. Gut. Dann kann ich das auch verlöten. Ich kann eigentlich das Mikroskop mal ein bisschen aus dem Sicht nehmen. So. Dann hoffe ich, dass das hinhaut. Das muss ich dann noch ausprobieren. Das versuche ich euch dann mal vielleicht zu zeigen. Also ich kann euch das Schwarz-Weiß-Bild kann ich euch anbieten, aber das Farbbild aus dem 80 Zeichenmodus. Das kann ich euch nicht zeigen. Ich hatte ja gedacht, das geht trotzdem noch mit dem Amiga Modulator Dings da. Ich hab's nicht hingekriegt. Soll mir da irgendwie ein Signal. Das ist, glaube ich, das Clock-Signal. Das habe ich nicht. Das habe ich zwar versucht vom VDC. Da ist ein Clock-Signal irgendwie drauf, aber anscheinend nicht das Richtige. Also ich habe kein Bild rausbekommen aus dem Modulator. Wahrscheinlich kann der auch nur analog RGB. Und nicht digital. So.
mal kurz hier mit dem Mikroskop. Wenn ich es schon habe, dann kann ich ja einmal gucken. Nein. Kein Kurzschluss. Das ist Masse. Masse passt. 7. Ja. Sollte passen, der auch. So, jetzt muss ich auch mal kurz die Spitze tauschen. Meine Standardspitze. Die 08er Bleistift Dicke. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Die hier, die normale 08er Bleistift. So, guck mal hier, kriegen wir das. So. Ach, das Mikroskop. Ja. Kamera sagt auch, das passt so, ne? Ist auch nichts rüber gelaufen? Nein. Und da? Nein. Gut. So, ich hoffe, das funktioniert so. Es gibt so ein Teil zu kaufen. Es gibt so ein Teil zu kaufen. Da ist noch irgendwie ein Poti drauf. Das habe ich jetzt aber nicht. Ich habe das jetzt einfach mal schnell so gemacht aus einer Anleitung aus dem Netz. Ich will jetzt einfach mal gucken, ob das vielleicht hinhaut oder nicht. Dazu würde ich jetzt einmal das Video beenden und euch das im nächsten Teil zeigen. Oder? Nee, ich zeige euch das hier im Handschloss dran. Also es dauert jetzt zum Beispiel, ich muss das mal hier alles wieder hinbauen und so gucken, dass ich das euch irgendwie gezeigt kriege. Also sehen wir uns gleich wieder. So, Hallöchen. Jetzt bin ich wieder da. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Also auf dem Fernseher habe ich ein Bild. Es ist aber recht dunkel. Okay. Das könnte das Intensitätssignal sein, was ich über die Dioden und die Widerstände da ein bisschen zu gering. Also es ist relativ dunkel. Jetzt hat sie wieder den Fokus verloren. Nimm mal die Linse weg. Kann man das erkennen? Hauptsache sie fokussiert ein bisschen. Euch kann ich nur das hier anbieten. Wenn ich jetzt das unten rausziehe, passiert da nichts. Jetzt ist das wieder da. Wenn ich das jetzt hier abziehe, ist es weg. Wenn ich es wieder reinstecke, sollte es wieder kommen. Was habe ich jetzt hier gemacht? Ja, ich hatte noch einen kleinen Fehler. Ich hatte noch einen kleinen Fehler bei mir. Und zwar, damit das hier funktioniert, musste ich ja die Pins hier richtig anlegen. Zwar habe ich da einen Fehler gehabt, und zwar habe ich den Pin hier unten genommen. Das ist aber Composite Out, und schräg links rüber, das ist Composite In. Habe ich einfach die Leiterbahn aufgetrennt, aber mit Lötkolben ein bisschen rüber gelötet. Jetzt funktioniert das. Ich hatte da halt einen kleinen Fehler drinne. So, nehme ich nochmal die Lampe wieder aus dem Weg. Sollte man das sehen können. So, was ist jetzt der Vorteil davon? Jetzt mache ich den nochmal aus. Erstmal habe ich das so gemacht, dass ich hier, wenn ich jetzt so umschalte, gar nichts habe. Wenn ich jetzt dieses Griffix nehme, ich hoffe, das hat er jetzt genommen, Komma Dings da. Dann kommt da ein Ready. Ich habe einen Schalter angebaut an meinem Dings zwischen Pin 24 und Pin 1 an dem
Sag schnell. Tastaturanschluss. Jetzt bootet er direkt im 80-Zeichen-Modus. Und ich habe den 80-Zeichen-Modus. Jetzt will ich mal gucken. Ja, spielen kann ich natürlich so nicht im C64-Format. Das geht natürlich nicht. Ja, Mann, bleib doch mal da auf die Seite. Mal gucken. CPM müsste 80-Zeichen-Modus machen und GIOS genauso. Das müssten die beiden Disketten hier sein. Ob ich die da jetzt reinkriege, weiß ich nicht. Das müsste, glaube ich, GIOS sein. Ich hoffe, ich kriege die da rein. Wir sind ja leicht flexibel. LOAD. Dings, Dings, Komma 8. Ja. Fokussier doch noch mal. Na, ich schalte euch erstmal dahin. Auch wenn das nicht hübsch ist, Geos ist okay. LOAD, Komma 8. Ran. So, jetzt habe ich hier ein Geos. Ja, ist nicht bunt. Ihr seht das heller als ich. Auf dem Monitor sieht man, dass da ein Geos ist. Also ich müsste noch mal gucken mit den Widerständen, mit der Intensität. Es geht über die Dioden. Shit. Muss mal gucken, ob ich andere Widerstände finde. Oder ich mache ein Poti drüber. Kann ich ein Poti drüber machen? Ich kann mal versuchen, Poti drüber zu löten. Kann ich mal versuchen. So, das funktioniert. Ist aber nicht farbig. So, CPM ist auch nicht farbig. Was könnte ich denn gucken, ob ich jetzt hier Farbe habe? Jetzt versuche ich nochmal CPM da rein zu machen. Das Tetris war farbig, ne? 80 Kolumn Display, ja, jetzt hat er hat es erkannt. Ah, ja. Wenn ich jetzt mal dir mache, kann ich jetzt sehen? Ja, jetzt kann ich endlich sehen. Komm, help, help. Conf, komm. A, CPM. Plus, sys, CPEP, komm, help, help, config, komm, ja. Screen 40 pip, readme. Okay. Format, CPP, was ist CP? Nee, CCP. Keine Ahnung. Screen pip ist klar, help. C1571. This program will speed up disk writes by disabling the verify after a write to the disk. Blablabla. To speed up a drive, A2D Typ Drive, let's close. Aha, okay. Gut, das hat funktioniert, aber diese Streifen, die ihr seht, die habe ich hier anscheinend auch. Ich sehe das nur ganz schwach im Bildschirm. Dieses Streifen, die da hochwandern. Die habe ich anscheinend auch da. So, ich guck mal, ob ich was Farbiges finde. Zum Beispiel das
Tetris, kriege ich das jetzt einfach mal so schnell auf die Schnelle da dran? Ich glaube schon. Ich melde mich gleich nochmal. So, jetzt bin ich wieder da. Ich hatte hier gerade ein paar kleine Probleme. Solitär 128 bei bliblablub. So, jetzt gehe ich nochmal auf den HDMI. Das ist nämlich der Pi bei mir auf dem Fernseher. Ich habe jetzt den auf dem Fernseher den Pi. Das seht ihr, glaube ich, jetzt gerade. Er ist noch am Laden. Darf hier nichts anfassen. Ich meine, Solitär war ja in Farbe, ne? Oder war der in Schwarz-Weiß? So, jetzt seht ihr das da sehr hell. So, Input extern. Das ist Schwarz-Weiß. Mach den noch mal aus. Geh noch mal auf HDMI. Jetzt mache ich den noch mal an, sonst kann ich hier nicht umschalten. Tetris. Das muss ich noch mal gucken, ob ich ein Farbprogramm finde, weil ich weiß jetzt nicht, ob ich Farbe habe oder nicht. Auf dem Skat. Na, und da macht er jetzt das. Ja. Extern. Sieht nicht bunt aus. Ich suche mal schnell ein Farbpalettengedönse raus. Vielleicht finde ich da ein Programm, der das da zeigen kann. Ich melde mich gleich wieder. So, da bin ich wieder. Bei mir auf dem Monitor ist es jetzt bläulich. Ich habe jetzt Farbe drinne. Ich habe jetzt gerade ein Reset gemacht. Ich sag gleich was dazu. Jetzt lassen wir das einmal kurz schnell laden. Ich bin hier bald verrückt geworden, warum ich hier keine Farbe habe. So, jetzt habe ich 16 Colors. Ich habe jetzt auch Farbe. Ja, das, was ihr jetzt in groß seht, ja, das ist halt schwarz-weiß, das geht nicht. Und das ist jetzt eine Farbe. Ist jetzt auch schon ein bisschen heller geworden. Wenn ich jetzt noch eine Spannung auf den gebe, dann wird das sogar ein Breitbild. Aber ein Breitbild will ich nicht. Das ist 4:3, ist schon ganz gut so. Und zwar habe ich eine Schaltspannung auf Pin 8. Wenn ich da 5 Volt drauf gebe, geht es auf 16:9. Ich glaube, das ist jetzt sogar 16:9, oder? Keine Ahnung. Ich glaube nicht. Ich bin aber auf Pin 16. Pin 16, das ist das Austastsignal. Da habe ich jetzt über 1 Kilo Ohm 5 Volt drauf gegeben. Jetzt habe ich Farbe. Und jetzt weiß ich nicht, ob man das hier irgendwie. Ich habe jetzt keinen Controller drin. Könnt ja mal den Controller anschließen. Wenn ich da jetzt so rankomme. Controller dran.
da macht er mit. Ja, es ist 4 zu 3. Ups. Was ist das schon wieder passiert hier? Bleib mal stehen. Aber ich kann hier irgendwie nicht. Wie spielt man das denn? Die extra Tastatur hier. Verstehe ich nicht. Geht auch nicht. Jetzt habe ich gerade F7 irgendwie gedrückt. Jetzt wird auch der VDC relativ warm. Das kommt jetzt wieder in Schwarz-Weiß. Das ist wieder in Farbe. Taste ab. Na egal, aber ich habe jetzt endlich Farbe. Gut. Um mehr ging es nicht. Adapter bauen und Farbe haben. Gut. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.